Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Meine lieben Geschwister, ich möchte auf etwas hinweisen in dieser schönen Aya. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier nicht irgendjemanden an. Hier werden nur besondere Menschen angesprochen. Und wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, dann hat dich Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt und spricht dich an. Er subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhalladhina amanu. In der arabischen Sprache wird ayyuha verwendet, wenn du jemanden Respekt erweisen möchtest. Damit ehrst du denjenigen, den du ansprichst. Es ist verblüffend, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Respekt erweist. Er spricht uns an als die Gläubigen. Das Fasten und der Ramadan ist nichts für jemanden, der gerne vor anderen angibt. Das Fasten ist etwas, das niemand wirklich sehen kann. Ein Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Grund beginnt Allah subhanahu wa ta'ala mit den Worten: Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt. Der Glaube ist etwas Geheimes in deinem Herzen. Nur Allah weiß, ob du wirklich nur für ihn fastest. Oder damit die Menschen dich sehen. Nur Allah weiß das. Nur du und Allah. Also spricht Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz an. Das ist etwas sehr Intimes zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und es hängt zusammen mit Rahmah, mit der Gnade Allahs. Allah spricht dich an. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah ehrt dich. Allah ehrt uns. Euch wurde das Fasten vorgeschrieben. Das Fasten im Monat Ramadan. So wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Das bedeutet, es ist nichts Neues. Das war schon immer da. Bei den Christen, bei den Juden, bei jedem Volk, zu dem ein Prophet entsandt wurde. Es ist euch vorgeschrieben, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Als würde uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen, dass wir die letzte Umma sind. Und wir die letzte Pflicht des Fastens auf die beste Weise erfüllen sollen. Denn Allah wird es niemals wieder befehlen. Nach uns kommt das Ende der